Fuchs und Wolf überlegen, wie sie den Tag verbringen können. Wolf sagt, na, ich würde sagen, wir gehen den Hasen verprügeln. Gute Idee. Und ja, wir klingeln und dann kommt er raus und dann brauchen wir doch irgendwie einen Vorwand. Ja, wenn er eine Mütze auf hat, kriegt er einen Arsch voll, weil er eine Mütze auf hat. Und wenn er keine auf hat, kriegt er einen Arsch voll, weil er keine auf hat. Das ist ein guter Plan. Die gehen hin, klingeln beim Hasen. Hase kommt, sagt, Morgen, Jan. Und da sagt der Fuchs, merkst du was? Hat keine Mütze auf. Und dann Hasen Arsch voll. Ein paar Tage später sind sie wieder am Überlegen, was können wir machen? Ja, ich würde sagen, Hasen verdreschen. Okay, was haben wir heute für einen Vorwand? Na, ist ja einfach. Wir fragen nach Zigaretten. Und wenn die Zigaretten mit Filter sind, dann kriege ich dann Arsch voll, weil sie mit Filter sind. Und ohne Filter kriegen sie ohne Filter. Ja, ist. Klingt gut. Die Klingelnase macht auf. Morgen, Jan. Hast du mal eine Fluppe? Sehr gerne. Möchten die Herren mit oder ohne Filter? Gucken die beiden sich an. Sagt der Fuchs. Merkst was? Er hat wieder keine Mütze auf.